Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video gibt es wieder mal Neuigkeiten zu YouTube, die jeden YouTube-Kanal betreffen. Und zwar, ihr könnt nun eurem Kanal einen Alias verpassen. Jetzt werden viele von euch gleich in die Kommentare schreiben, wieso, das gibt's doch schon. YouTube Ad Mentions hatte ich euch ja auch schon mal vorgestellt, gibt's schon etwas länger. Aber hier hat YouTube jetzt nochmal quasi einen Kanalnamen für euch richtig angelegt, oder ihr könnt mir sozusagen einen Kanalnamen für euch richtig anlegen, der über Ad dann quasi erreichbar ist. Das heißt, in den Kommentaren oder dementsprechend auch in den Videobeschreibungen von anderen Nutzern. Wir kennen das alles schon. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Ihr habt zum Beispiel mit anderen YouTubern zusammengearbeitet. So könnt ihr zum Beispiel einfach diese YouTuber in euren Videos verlinken, indem ihr ein Ad-Zeichen setzt und den Kanalnamen dahinter schreibt. Ihr seht das, hier wird mir gleich eine Auswahl angezeigt und hier wäre einer meiner Kanäle, den könnte ich jetzt hier direkt verlinken. Wie ihr aber jetzt schon hier oben in dem Bildschirm seht, habe ich hier schon eine Nachricht bekommen. Wähle einen einzigartigen YouTube-Alias, damit dich Zuschauer leichter finden und mit dir in Kontakt treten können. Das könnt ihr, wenn ihr diese Einladung schon bekommen habt, hier einfach auswählen. In der Regel werdet ihr aber auch eine E-Mail bekommen haben. Diese wird dann in etwa so aussehen und hier habt ihr auch einen Button, wo ihr quasi direkt draufklicken könnt und hier euren Alias, eure Bezeichnung auswählen könnt. Das heißt, wir klicken jetzt einfach mal hier drauf und kommen dann hier zu so einer Art Erklärseite. Und hier bekommen wir nochmal erklärt, was genau ein YouTube-Alias ist. Im Endeffekt ist das eine weitere Kanal-URL für euch, die dann natürlich auch über Kommentare oder andere Funktionen dann verlinkt werden kann. Und sie ist dann eure eigene Alias. Das heißt, hier soll auch ein bisschen der Betrug mit eingeschränkt werden. Ihr kennt es ja, der Kanaldiebstahl, der Identitätsdiebstahl, nenne ich es einfach mal. Das hatte in letzter Zeit auf YouTube sehr stark um sich gegriffen und das versucht man hier auch ein bisschen einzugrenzen, indem man zum Beispiel auch den Alias etwas beschränkt. Der Alias ist auch ziemlich kurz, er darf nur zwischen 3 bis 30 Zeichen haben und er wird dann quasi fest euch zugewiesen und soll dann somit auch nicht mehr so schnell von anderen Personen kopiert oder durch irgendwelche Sonderzeichen nachgemacht werden können. Wie könnt ihr nun diese URL anpassen oder mehr sagen, diese Kanal-URL erstellen? Wir kennen das ja, YouTube hatte ja schon in den vergangenen Jahren immer mal die Möglichkeit gegeben, eine individuelle Kanal-URL zu erstellen. Ich kann euch einfach mal meine zeigen, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben. Ich habe sie hier einfach mal rausgeschrieben. Das wären meine aktuellen URLs, die im Moment hier zu meinem Kanal führen. Da seht ihr, hat sich schon ganz schön was angesammelt. Zum Glück funktionieren noch alle, weil ich diese auch teilweise auf meiner Homepage verwende. Und jetzt kommt hier noch der individuelle Alias dazu und den möchte ich mit euch hier einfach mal erstellen. Das geht, wie gesagt, auf zwei Arten. Entweder ihr habt hier diese E-Mail und klickt dann hier auf Alias ändern. Oder noch einfacher natürlich, das findet ihr auch unter euren Kanaleinstellungen. Um dorthin zu gelangen, begebt ihr euch einfach auf youtube.com, loggt euch hier ein, klickt auf euren Avatar und geht erstmal in das YouTube Studio. Dort angekommen, begebt ihr euch auf die linke Seite und klickt auf Anpassen. Hier wählt ihr den Punkt Allgemeine Informationen und hier findet ihr euren Kanalnamen und auch euer Kanal Alias. Hier zum Beispiel habe ich noch M. Molta Video stehen. Das möchte ich jetzt einfach mal mit euch ändern. Ganz wichtig, nach der Änderung haben wir noch 14 Tage Zeit, wieder zu dem alten Kanal Alias zurückzukehren. Aber wir wollen hier einfach mal eine Änderung vornehmen. Bitte achtet darauf, ihr habt eine Zeichenlimitierung. Ihr könnt Buchstaben, Zahlen, Unterstrich, Oberstrich und ich glaube Punkt noch verwenden. Und wichtig, 30 Zeichen nicht überschreiten. Das heißt, Sonderzeichen funktionieren hier nicht. Versuchen wir einfach mal meinen Namen. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal meinen Namen eingegeben. Hier habe ich ein Leerzeichen gelassen. Ihr seht, das ist nicht erlaubt. Hier sehen wir, was erlaubt ist. Ich nehme also einfach mal einen Bindestrich. Ihr seht, es funktioniert. Und somit hätte ich jetzt hier meinen Kanal-Alias erstellt. Wenn ich jetzt hier auf Veröffentlichen klicke, wird mein Alias zugewiesen. Und wie ihr natürlich oben im Text auch gelesen habt, wird mein alter Alias wahrscheinlich für 14 Tage gesperrt. So kann ich wieder 14 Tage lang zurück zu meinem alten Kanal-Alias. Wie gesagt, ist das jetzt hier eine sinnvolle Neuerung? Teilt mir einfach mal eure Meinungen, eure Kommentare zu dieser Neueinführung von YouTube mit. Oder geht euch das mittlerweile auf die Nerven? Ich zeige es euch hier nochmal bei mir. Ihr seht ja, wie viele Kanal-URLs ich jetzt hier schon mit diesem Kanal habe. Das heißt, habt ihr vielleicht sogar Angst, dass hier die Übersichtlichkeit eures Kanales etwas verloren geht? Oder andererseits, sage ich mal so, die alten Kanal-URLs werden ja wahrscheinlich weiter funktionieren. Das heißt, ihr bekommt hier kostenlose neue URLs von
YouTube dazu geschenkt. Woanders muss man hierfür sogar sehr viel Geld bezahlen. Also einfach teilt mir einfach mal eure Meinung zu der ganzen Geschichte mit. So, ich würde mal sagen, das war's heute für dieses Video. Ich hoffe mal, ich konnte euch hier wieder mal was Neues erzählen. War dem so, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.